Hallo meine lieben Freunde, ich wollte heute die Chance mal nutzen, euch ein kleines Review zu geben und zwar zum Sound Blaster X-H5, welches wir seit einigen Monaten nun schon nutzen und die Betonung ist auf wir, da es vor allem meine Freundin benutzt und ich werde euch heute jetzt mal verraten, warum dieses Headset, dieses Gaming-Headset hier etwas ganz Besonderes ist. Mal ganz abgesehen, was man sofort sieht. Ja, ist mal das edle Design dieses wunderschönen Schmuckstücks von Creative hier. Und es ist unglaublich gut verarbeitet. Schaut mal, man kann das biegen, wie man möchte. Also, das passt auf wirklich jede Kopfform. Da könnt ihr euch mal sicher sein. Unglaublich elastisch, tolles und edles Design, ja. Verarbeitet hier erstmal mit einem wunderschönen Kabel aus Nylon. Mit extra Fernbedienung selbstverständlich. Hier einmal, um sich zum Muten, denn das hat ja, ne, Gaming-Headset, kann man auch sprechen, das zeige ich euch gleich noch. Mute-Funktion, dann selbstverständlich hier die Lautstärke, die man einstellen kann. Und man kann sogar hier direkt einen Skype-Call zum Beispiel annehmen oder auch auflegen. Das ist auch schon mal ziemlich nice. Ja, ansonsten wirklich wunderbar edel, ja. Es ist verarbeitet aus gehärtetem Stahl, ja, und Aluminium. Da geht gar nichts kaputt. Und ich kann das wirklich sagen, weil wir nutzen das, wie gesagt, seit Monaten sehr intensiv. Und deswegen kann ich mich heute auch hier hinsetzen und dieses Review für euch machen, weil da ist eine ehrliche Meinung drin nach einigen Monaten Benutzung. Hier ist kein Kratzer. Auch hier an den Ohrmuscheln, am Leder, nichts gerissen, gar nichts. Ich habe selten eine so gute Verarbeitung von einem Headset gesehen. Das ist ganz großes Kino. Und das Kabel, ja, nicht nur, dass es natürlich hier aus einem Nylon ist, sondern, ja, wir haben selbstverständlich, also das ist jetzt so die normale Länge, ja, ist nicht sonderlich lang, gibt aber auch noch eine Verlängerung oder wenn man sie als zum Beispiel Stolperschutz nehmen möchte, gibt es das natürlich auch. Aber was sehr geil verarbeitet ist, dieses Kabel, man kennt das doch so schön, wenn sich Kabel nach einer Zeit so wellen und kräuseln und dann sich selbst irgendwie einen Knoten machen. Das ist zum Beispiel bei meinem aktuellen Headset so. Hier, nichts. Das ist seit Monaten eine gerade Linie und das ist wirklich großartig. Ja, wo ich gerade noch von der Ohrmuschel gesprochen habe, ja. Wunderbar und unglaublich weich und alleine deswegen ein Traum für die Ohren. Ein Traum für die Ohren, selbst nach 13, 14 Stunden am Stück benutzen, da merkst du nichts. Es ist ein absoluter Genuss auf den Ohren. Man merkt natürlich, dass man sie aufhat, ja, also es ist nicht so, dass es komplett weg ist, dass man gar nicht spürt, dass man sie trägt. Solche Kopfhörer gibt es ja auch. Hier spürst du schon, aber es ist immer ein weiches Gefühl auf den Ohren und das gefällt vor allem meiner Freundin sehr. Ich sollte es extra ganz oft betonen, wie weich diese Kopfhörer sind, ja. Und nicht nur das, auch die Isolation dieser Kopfhörer ist immens. Selbst wenn ich jetzt das hier aufziehe, ich höre zum Beispiel jetzt nicht mehr das Mausgeklicke. Und wenn dann noch was auf den Ohren ist, du bist komplett isoliert. Also man merkt dann auch dadurch schon mal, dass das definitiv kein Headset ist, um zum Beispiel aufzunehmen, weil ich selbst meine eigene Stimme dann gar nicht mehr höre fast. Und, aber gut, dazu kommen wir gleich nochmal, ob das ein Aufnahme-Headset ist oder nicht. Es isoliert wahnsinnig gut, das heißt, du kannst dich wirklich zu 100% auf dein Game konzentrieren. Es ist ein Gaming-Headset, du kannst es aber auch definitiv für Musik verwenden. Es ist recht basslastig, aber man merkt natürlich schon, dass es auf Gaming ausgelegt ist. Heißt aber noch lange nicht, dass man deswegen jetzt hier damit keine Filme oder Musik hören kann. Das definitiv schon. Der Sound ist sehr großartig, wie gesagt, ein bisschen basslastig, aber ansonsten wirklich 1A. Vor allem, weil Creative auch noch ein extra Programm mitliefert quasi, wo man das Headset auf diverse Games anpassen kann. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel meinem Headset sagen, wir spielen jetzt, was weiß ich, einen Shooter. Und dann ist das Headset so eingestimmt, dass du wirklich genau alles aus diesem Shooter-Bereich wahrnimmst. Oder zum Beispiel kannst du es auch abstimmen auf den Sportbereich, sodass du zum Beispiel, wenn du es aufhast, die Umgebung des Stadions zum Beispiel, sei es jetzt Basketball oder Fußball, sehr viel geiler wahrnehmen kannst. Aber auch Rollenspiele oder Echtzeit-Strategiespiele. Sogar Fahrsimulationen, wo man dann eben natürlich auch da die Umgebungsgeräusche oder Motor oder sowas besser hört. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, wirklich richtig gut. Also soundtechnisch ganz großes Kino, es ist wahnsinnig toll verarbeitet, es sitzt gut am Ohr. Meine Herren,
ich habe lange nicht mehr etwas so Gutes an den Händen gehalten. Und ja, jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Sprachbereich, denn ihr seht schon, das ist jetzt einfach nur die Kopfhörer. Mitgeliefert ist dieses wunderschöne Mikrofon, das man einfach ganz easy hier dran stöpseln kann und schon haben wir ein Headset. Selbstverständlich ist es, kommt es nicht an eine Qualität jetzt zum Beispiel wie von meinem großen Membran heran, das ist ja wohl selbstverständlich. Deswegen hören wir jetzt mal rein, ich habe etwas aufgenommen vorher und ihr könnt es jetzt gleich vergleichen mit der Stimme, die ich jetzt habe, selbstverständlich, und der Stimme, die jetzt gleich kommt. Das ist die Stimme, mit der ich das hier eingesprochen habe. Da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Hallo, Test 1, 2, 3, das ist die Qualität des Headset-Mikrofons von Creative Sound Blaster XH5. Also ihr seht, das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was ich jetzt hier spreche, aber es ist trotzdem ziemlich gut. Also das erfüllt für den Gaming-Bereich mehr als seinen Zweck, würde ich sagen. Richtig klasse. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, alles, was ich zu diesem Headset sagen kann. Es ist vom Preis her natürlich etwas teurer. 130 Euro oder 129,99 kostet es. Das jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem, was ich regelmäßig trage. 30 Euro teurer, aber die merkt man. Muss ich wirklich sagen, dass man diese 30 Euro merkt? Ich habe wirklich überlegt, wo wir einen negativen Punkt nennen können. Und ich bin den mit meiner Freundin wirklich durchgegangen. Wir haben das wirklich, haben uns da zusammengesetzt und haben überlegt, was ist gut und was ist schlecht. Und wir sind wirklich zu keinem schlechten Punkt gekommen. Das ist kein Scherz. Man könnte jetzt sagen, ja gut, das ist für 130 Euro etwas teurer, aber hey, ich zahle da gern. Hier zum Beispiel noch keine Kopfschmerzen, ja, auch, also nicht nur die Ohrmuschel ist klasse, sondern selbstverständlich auch der Bügel, der am Kopf ist, ja. Also auch hier, gut, wenn man den noch, da merkt man fast gar nichts, ja. Da, dass du natürlich, du merkst gerade an den Ohren, dass du was hast, weil so isoliert, du nimmst nichts mehr wahr. Wie meine Freundin so schön sagt, wenn sie die Kopfhörer auf hat und spielt, hört sie mein Gebrabbel aus den Streams nicht mehr. 1A. So kann man wunderbar hier zusammensitzen. Wir haben keinen negativen Punkt gefunden. Diese 130 Euro sind wahrscheinlich eine sehr gute Investition, wenn man sich ein wahnsinnig gutes Gaming-Headset anlegen oder zulegen möchte. Wer mal einen Blick drauf werfen will, unten in der Videobeschreibung ist der Link direkt zu Creative. Das ist keine gekaufte Meinung, sondern eine ehrliche, über sehr viele Monate jetzt getestet. Wirklich 1A Creative. Respekt. Ganz großes Kino, großes Lob und ich denke, das sollte sowieso jeder wissen, weil ich mache eigentlich keine Reviews und ich bin auch eigentlich nicht dafür geeignet, aber das zu diesem Headset wollte ich einfach mal loswerden, denn das ist wirklich klasse. Das war's von meiner Seite aus. Respekt Creative für dieses wundervolle Produkt, wirklich.